Aber das ist vielleicht grundsätzlich das Problem, das wir auch haben, dass der Mensch dauernd immer irgendwie von A nach B kommen muss, immer irgendwo hin muss. Das ist vielleicht auch das Problem. Erkannt hat das übrigens schon Pascal. Blaise Pascal, ein erfolgreicher Influencer aus dem 17. Jahrhundert. Häufiges Zitat von ihm während der Lockdowns in der Corona-Zeit. Ich habe mehrfach auf den Umstand hingewiesen, dass das Unglück des Menschen daher rührt, dass er nicht für längere Zeit allein mit sich in einem Zimmer verbringen kann. Ja, gut für mich, sonst wären Sie heute mal in Ihrem Zimmer geblieben. In Ruhe Pascal lesen, aber der Mensch muss dauernd immer irgendwas erleben. Raus was erleben, was ein bisschen idiotisch ist. Denn die Erfahrung ist häufig nur die Parodie auf die Idee, hat Goethe gesagt. Wir stellen uns das vor. Ein exotisches Land, eine rauschende Party, eine leidenschaftliche Liebesnacht. Und wir setzen alles daran, um das in Wirklichkeit zu erleben. Und hinterher denken wir uns doch oft, oh, Vorfreude ist eigentlich auch ganz schön. Ne? Und Goethe musste das ja auch wissen. Ne? Wollte ja auch schon dauernd immer irgendwo hin. Ne? Gardasee, Pizza fressen. Statt einfach mal Zeit in seinem Zimmer zu verbringen. Was hätte der Mann für gute Literatur schreiben können? Aber wenn man längere Zeit in einem Zimmer ist, kommt man irgendwann auf den Gedanken, dass man sterblich ist. Gar nicht gut. Dann lieber raus. Spazieren gehen. Das ist so absurd, oder? Unterwegs zu sein, ohne jede Kaufabsicht. Noch seltsamer, nur wandern. Eine Wegstrecke in einer Höhe zurückzulegen, bei der man einem eventuell auftretenden Kaufimpuls mangels Globetrotter-Filiale gar nicht nachgehen kann. Am bizarrsten natürlich verreisen an exotische Plätze, die schon deswegen nicht exotisch sein können, weil man da selbst ist. Wie unberührt kann eine Natur sein, in der man neben sich den Satz hört, Jürgen, hast du die Heringe eingepackt? Aber der Mensch will immer irgendwo hin. Nicht wahr? Er lebt da, in A. Und er fühlt sich wohl in A. Ist doch da groß geworden. Stolzer Einwohner von A. Sage niemand was gegen A. Aber, und das hat man ihm von klein auf beigebracht, wer nur A kennt, der kennt die Welt nicht. Und wer die Welt nicht kennt, hat ja im Grunde gar nicht gelebt. Das will der Mensch ja nicht. Also kauft er sich eines Tages ein Ticket und er fährt nach B. Und B, atemberaubend. Wir haben einen wunderschönen, himmlischen Platz. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, eine malerische Altstadt, in der man alles kaufen kann, was das Herz begehrt. Und das Essen ist unfassbar lecker. Und sogar noch billiger als in A. Leben möchte er da nicht. Er ist ja doch gebürtig in A, also fährt er wieder nach A, wo ihn immer noch sein Job erwartet, der ihn so müde macht. Die Wohnung sieht immer noch nicht so aus, wie er sich es eigentlich vorstellt. Und statt nur die Lebensumstände in A so zu gestalten, dass es keinen Grund mehr gibt, woanders hinzufahren, sagt sich der Mensch eines Tages, ich glaube, ich muss mal wieder raus. Aber nicht nach B, so wie mein Nachbar, fährt ja jedes Jahr nach B. Ja, wie armselig kann man sein. Nein, er fährt nach C. C erinnert ein bisschen an B, aber die haben da keinen himmlischen Platz, sondern einen Turm, einen wundervollen, historischen Turm. Wenn man den Turm nicht gesehen hat, hat man im Grunde gar nicht gelebt. Es gibt ganz viele Menschen da, eine malerische Altstadt, in der man alles kaufen kann, was man in B auch kaufen kann. Und das Essen ist unglaublich lecker, sogar noch billiger als in B. C ist wirklich eine Reise wert. Er kommt zufällig mit einem anderen Touristen ins Gespräch und der sagt ihm, C sei ganz nett, aber er käme aus D. Und D hätte nicht nur Altstadt Essen Menschen, sondern auch eine Brücke. Eine wundervolle, romantische Brücke. Wenn man die Brücke nicht gesehen hätte, hätte man im Grunde gar nicht gelebt. Das will der Mensch ja nicht, also kauft er sich ein Ticket. Er fährt nach D, er stellt sich auf die Brücke und sagt sich, mein Gott, eine Brücke. Am Flughafen sieht er einen anderen Touristen, der trägt ein T-Shirt, auf dem steht, I love E. In E war ich noch nie, das reicht inzwischen als Auslöser für die Buchung, denn der Gedanke, dass es gute Gründe gibt, warum er noch nie in E war und dass inzwischen so viele Menschen nach E fahren, dass die Menschen in E ihn hassen werden, der kommt ihm nicht. E tipptopp, Bauwerk, Altstadt, Menschen, schnell noch ein Foto vom Essen machen, weil man nicht über genügend Worte verfügt, um die Speisen angemessen beschreiben zu können. Die Altstadt in F geht so, die Menschen in G, er kann sich nicht wirklich erinnern, denn, und das ist ganz wichtig, bei allen Auslandsaufenthalten ist der Kontakt mit den Einheimischen auf den Check-in an der Hotelrezeption und auf den Satz Il conto per favore zu reduzieren. Auch nach längeren Aufenthalten in HIJKLMNOP ist er nicht in der Lage, auch nur den Satz Hallo, wie geht's Ihnen? Im Idiom der Einheimischen fehlerfrei über die Lippen zu bringen. Mit großen Augen spaziert er durch Stadtviertel wie Chinatown und bewundert diese als besonders authentisch, eben jene Stadtviertel, die er zu Hause als Parallelgesellschaft bezeichnet und von der Staatsmacht beseitigt wissen möchte. Absolutes Must-have ist es natürlich, ein Foto zu machen. In Paris von dem auf über 300 Meter hoch aufgestapelten Haufen Altmetall, den Gustav Eiffel da vergessen hat. Wo man schon mal da ist, ein Abstecher nach Versailles, ein Lustschloss. Ein Lustschloss, das so groß ist, das sollte den damaligen Hausherrn im Westflügel Lust überkommen haben. Er bei Ankunft im Ostflügel kaum noch wissen durfte, warum ihm gerade eben so blümmerant im Hüftbereich war.
Ganz soll ja auch das Schloss in Kew besucht werden, bevorzugt die Bauwerke früherer durchgeknallter Despoten. Wann immer es etwas zu bewundern gibt, das größer ist als die eigene Doppelhaushälfte und das unter dem Schinden von Arbeitern mit goldenem Brokat ausgeschlagen wurde, stellt man sich hin und macht ein Foto von sich vor dem Schloss. Ja, vor jedes Ziel wird die eigene Fresse geparkt. Hauptsache Markus Söder ist nicht mit auf dem Foto. Die Traumkulisse wird zum Hintergrundmaterial degradiert, bloßes Beweisstück dafür, dass man da war. In A bis R geht übrigens am liebsten in Starbucks, denn das sieht überall ähnlich aus. Und das ist doch schön, wenn man zu Hause an die Zeit in der Fremde erinnert wird oder in der Fremde auf etwas Vertrautes stößt, weil in die eigentliche Kultur der Altstädte, der man in seiner Sucht nach billigen Getränken und immer gleichen Klamotten zur Uniformität verdammt, im Grunde gar nicht interessiert. Er ist nur noch unterwegs, weil er Angst hat auf die Frage, waren Sie schon mal in S? Kleinlaut gestehen zu müssen, ich habe es bis jetzt leider nicht geschafft. Statt mit stolz geschwellter Brust zu sagen, hören Sie mal, da lese ich ja noch lieber was von Nele Neuhaus. Es interessiert mich nicht die Bohne. Also begibt er sich an Kulturstädte in fremde Länder, deren Einwohner er im Grunde für betrügerische, minderwertige Diebe hält, macht sich hinter vorgehaltener Hand über Menschen lustig, deren Ahnen schon Kultur hatten, als seine Urgroßväter noch metzsaufend durch die Wälder getorkelt sind und hat nach 20 Minuten Beachvolleyball so viel Sand in der Arschritze, dass er damit die Infrastrukturprobleme auf der A5 lösen könnte. Aber wo man ist, spielt gar keine Rolle. Denn es geht nicht darum, das eigene Ich durch die Begegnung mit dem Fremden sanft zu entwickeln, seinen eigenen Platz als Besucher auf dieser Welt vorsichtig zu entfalten, sondern nur noch darum, tausende idiotische Fotos zu machen. Jedes einzelne eine Beleidigung für das Medium Fotografie. Aber Hauptsache, es zeigt ihn irgendwo. Und als ob das Foto nicht schon das Austauschbare des Moments hinreichend erzählen würde, zeigt er jedem, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, guck mal, das bin ich irgendwo. Ist vielleicht ganz gut so. Wovon sollte er sonst erzählen? Urlaub ist ja nur was für Menschen ohne Fantasie. Ich gehe jetzt in die G. Wir sehen uns nach der P.